Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein Storytime-Video für euch, was sehr angefragt war. Nachdem ich nämlich einen Livestream auf Instagram gemacht habe, über eine Story. Nämlich über mein erstes Date in Amerika. Wie ich mich in jemanden verknallt habe. Ich würde nicht sagen verliebt. Aber wie ich halt Gefühle für jemanden bekommen habe. Und ja, deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Das Video ist jetzt über so einen amerikanischen Jungen. Mein erstes Date. Und ich werde noch ein Video über amerikanische Jungs generell machen, aber ich bin erst 1,5 Monate hier, deshalb kann ich darüber nicht so viel sagen. Und ich erzähle euch das, weil ich das in einem Livestream erzählt habe und so viele Leute haben mir Zuspruch gegeben, das mal zu erzählen. In meiner ersten Woche haben mich ganz viele Leute auf Snapchat und Instagram geaddet und ich habe die einfach zurückgeaddet, so wenn die auf meiner Schule waren oder hier so in dieser Stadt wohnen. Und dann hat mich ein Junge angeschrieben, so einfach so angesnappt, ich weiß gar nicht mehr wie. Dann haben wir so die ganze Zeit geschrieben, so ungefähr 2 Wochen lang. Und dann haben wir uns am 17. August an einem Freitag auf einer Back-to-School-Party gesehen. Das war so eine Party von der Schule, also nicht wirklich von der Schule, aber waren halt so alle Leute aus meinem Jahrgang und aus der 12. und aus der 10. Wir haben sehr viele gemeinsame Freunde, weil das einfach so eine große Gruppe ist. Und dann war ich halt mit seinen Freunden so die ganze Zeit da. Und irgendwann kam dann so seine beste Freundin zu mir und meinte so, ja, warum redet ihr eigentlich nicht? Er erzählt so voll viel über dich. Hey! Oh, girl! Meine beste Freundin meinte so, ja, er redet so voll viel über dich. Und ich bekomme so, was ist so süß. Ich bekomme so voll viel über dich mit. Und ich kannte seine beste Freundin dann. Und er meinte so, ja, ich glaube, er steht auf dich. Ich war so, oh Gott. Ich glaube, wir hatten einmal vorher telefoniert, aber ich habe keine Ahnung. Aber wir haben noch nie so wirklich geredet. Wir haben in der Schule noch nie so geredet. Obwohl wir jeden Tag Unterricht zusammen hatten. Und wir hatten schon 2 Wochen, nee, 1,5 Wochen Schule. Und keine Ahnung, wir haben nicht geredet. Und seine beste Freundin meinte so, ja, ich hole den mal. Ich war so, okay. Und es war so heiß in diesem Club. Also, es war richtig heiß. Aber ich habe halt sogar mit Freundinnen getanzt. Und dann kam er so und dann hat er so angefangen zu reden. Und dann haben wir so zusammen getanzt. Also nicht zusammen so, aber so in dieser Gruppe. Und dann sind wir irgendwann rausgegangen, weil mir so voll warm war. Und dann haben wir so die ganze Zeit geredet, anstatt halt nur so nach drinnen zu gehen und so zu tanzen. Und keine Ahnung, das war so der Anfang. Und dann hat er mich gefragt, wie ich nach Hause komme. Und ich wusste es nicht, weil die Person, die mich nach Hause bringen wollte, mein Nachbar, die musste früher gehen, weil er Hausarrest bekommen hat. Weil seine Mutter von einer schlechten Note erfahren hat. Das ist ja ziemlich streng so. Also Leute bekommen ständig Hausarrest oder das Handy weggenommen wegen schlechten Noten oder sonst was. Und dann war ich so, Mist, wie komme ich hier nach Hause? Weil mein Gastvater hat halt gearbeitet, weil er in einem Krankenhaus arbeitet und der Nachtschicht hatte. Meine Gastmutter war nicht zu Hause. Ich war so richtig so, Mist. Er meinte so, ja, kein Problem, hol deine Jacke und frag Julia, also meine Gastschwester. Und dann sind wir zu seinem besten Freund, zu seinem Truck da gelaufen und dann haben die uns nach Hause gebracht, mega lieb. Und wir haben Carpool-Karaoke, ich liebe Carpool-Karaoke, gesungen und keine Ahnung, es war einfach richtig schön. So. Wir hatten voll viel Spaß. Auf jeden Fall haben die uns einfach nach Hause gebracht, so als Freunde, so ganz nett. Und dann am Samstagabend, also am Tag darauf, war er auf einer Party und ich weiß, ich sollte das eigentlich nicht sagen, weil es illegal ist, aber er hat was getrunken. Auf jeden Fall war er auf dieser Party und der Geburtstag war wohl nicht ganz so spannend. Also ist er in einen anderen Raum gegangen und hat mich angerufen per FaceTime Audio. Ich war einfach mit meiner Gastschwester in meinem Zimmer und habe Netflix geschaut. Und er hat dann so wirklich so über den ganzen Abend verteilt von 9 bis irgendwie 3 Uhr nachts so auf den Abend verteilt 4 Stunden mit mir telefoniert, so zwischendurch so. Und dann sind die auch nach Hause gefahren und er hat trotzdem so, auch wenn er mit Freunden war, er wollte die ganze Zeit mit mir telefonieren. Er meinte so, ja, die Party ist langweilig, ich würde lieber mit dir reden und so. Und wirklich, wenn amerikanische Jungs hier was sagen, es ist so viel süßer auf Englisch als auf Deutsch, wenn man es so übersetzt. Weil es gibt so viele süße Wörter für Komplimente und so. Und ich glaube, Jungs wissen hier ziemlich gut, so was Mädchen so hören wollen. Also er weiß es auf jeden Fall. Und dann, ja, haben wir voll viel telefoniert und so. Und ich war aber nicht irgendwie schon so verknallt oder er war noch nicht so mein Crush oder keine Ahnung was. Aber am Sonntag hat er mich dann gefragt, hey, willst du auf ein Date mit mir gehen? Und ich war so... Okay, warum nicht? Sein bester Freund und er wollten dann halt meine Gastschwester Julia und mich abholen.
und wollten wir essen gehen. Und ich war so, okay, ja, es war Sonntagabend, warum nicht? Und der beste Freund von ihm wollte was von Julia. Ja, und dann haben die uns so um 6 oder 7 abgeholt, ich weiß es gar nicht mehr. Und die mussten sich bei meiner Gastmutter und meinem Gastvater vorstellen, weil meine Gastmutter gemerkt hat, dass es nicht so die normalen Jungsfreunde sind, die ich sonst so habe, die einfach nur Freundschaft wollen, sondern dass es halt wirklich ein Date ist. Und ich habe ihr das auch so gesagt, ich war offen und so, und sie meinte so, ja, okay, aber ich würde die Gänge kennenlernen. Und dann haben die sich vorgestellt und er war so nervös. Er war so nervös. So, er stand direkt neben mir und er war so nervös, ich habe das richtig gemerkt. Und mein Herz hat so gepocht, ich weiß nicht, warum mein Herz so gepocht hat, aber ich war so aufgeregt, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass meine Gastmutter ihn nicht mag. Aber meine Gastmutter liebte ihn von der ersten Sekunde an. Zum Japaner gefahren und es war so lustig, es hat so gut geschmeckt, dieser Abend war einfach so richtig cool. Wir haben die ganze Zeit gelacht, wir haben über alles Mögliche geredet, über, keine Ahnung, es war so lustig. Ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall, und danach sind wir zu so einem Berg gefahren. Da kann man halt über die ganze Stadt schauen und es war Sonnenuntergang und es war wie in so einem Highschool-Film. Es war einfach perfekt, es war wirklich perfekt. Diese ganze Story von uns war eigentlich perfekt, bis halt zu einem gewissen Zeitpunkt, finde ich. Für mich war es perfekt. Ich war wirklich so, ich habe mich noch nie mit so einem Jungen so wohl gefühlt und noch nie einem Jungen so vertraut. Aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach nur mega glücklich. Und es ging halt so, es ist so ein Berg und haben wir so geparkt. Ich liebe es, dass alle Amerikaner hier Auto fahren können. Also so alle, die 16 sind. Es ist so voll cool. Auf jeden Fall. Und dann war da so ein Abhang, der ging so 2 Meter runter und dann nochmal so eine Fläche und dann ungefähr so 20, 30 Meter runter und dann war da so ein Fluss. Und dann standen wir da auf diesem Berg und es war so schön. Einfach dieser Sonnenuntergang war so krass. Er war so krass. Und dann auch als es dunkel wurde, wir waren da wirklich vor lange. Und wir haben die ganze Zeit über alles Mögliche geredet. Und ich bin nicht so die süße Person, um ehrlich zu sein. Also ich bin nicht so, ich weiß nicht. Ich bin eher so, dass ich Leute dann auch mal so necke oder so sehr sarkastisch bin. Und ich kann es nicht wirklich erklären, aber... Und wir haben halt so über voll viele Dinge geredet. Und wir haben die ganze Zeit Musik gehört und Carpool Karaoke. Auch so die ganze Zeit auf der Autofahrt. Es war so lustig. Wir haben so gemeinsame Lieder dann irgendwie gehabt. Die werden noch wichtig. Die haben uns Country-Musik gezeigt und diese Lieder erinnern mich so krass an ihn. Deshalb, jedes Mal, wenn Julia sie spielt, bin ich einfach nur so, mein Gott, warum bist du so gemein? Spaß, aber ja. Und ja, ich hatte ein Lieblingslied zu dem Zeitpunkt und das, wenn er das spielt, oh mein Gott, nicht cool. Aber es war halt auch sein Lieblingslied, so, ja. Dann standen wir an diesem Abhang und dann haben Julia und dieser andere Typ so die ganze Zeit geredet, aber sie waren so auf der anderen Seite vom Auto, keine Ahnung. Und er meinte so, ja, wenn ich dich jetzt schubsen würde, dann würdest du dich wahrscheinlich verletzen. Ich war so, oh mein Gott, als ob du mich schubsen würdest. Und dann hat er mich so von hinten umarmt, so, ich kann es gar nicht sagen, so, halt um meine Taille rum so irgendwie und seine Hände von uns, das ergibt keinen Sinn. Aber er hat mich einfach von hinten so umarmt und er meinte die ganze Zeit so, ja, vertraust du mir? Und ich war so, na, nicht wirklich. Wie gesagt, ich bin nicht süß. Aber dann standen wir so richtig nah an diesem Abhang und ich hatte wirklich Angst. Aber ich habe ihm einfach so voll vertraut und er hat halt so auch so eine Hand gehabt und ich war einfach so... Ich habe mich so krass wohl gefühlt. Wirklich, ich habe mich so wohl gefühlt in seinen Armen einfach. Während die Sonne gerade untergegangen ist und ich habe auch ein Bild, also er hat Bilder von mir gemacht. Er macht ständig Bilder von mir, um ehrlich zu sein. Also er hat welche gemacht. Und ich habe auch eins auf Instagram gepostet, also das, wo der einfach von hinten, von meinen Haaren... Und da ist Julia drauf und die Caption ist, I don't know why, but you make me smile every day. Und ja, sie war auf ihn bezogen, aber alle dachten so auf Julia, also dachte ich mir so, ja, okay, kann auch für Julia stehen. Weil sie macht mich auch jeden Tag glücklich. Und ja, dann sind wir zurückgefahren. Es war, glaube ich, 10.15 Uhr oder so. Und dann ist halt auch aus dem Auto ausgestiegen und hat gesagt so, hey Jackie, ich muss dir was sagen, ich mag dich wirklich sehr. Und wenn man hier sagt so, I like you, ist das so, dass man aufeinander steht. Und I love you sagt man eigentlich nur, wenn man so verliebt ist und wenn man sich daten möchte. Weil eine Relation, also es gibt jetzt 2 Arten von Beziehungen, also von einer Relationship. Die erste ist Talking, also da mag man sich und steht aufeinander. Aber man ist noch nicht wirklich so richtig dating, so. Aber wenn man sich dann wirklich so liebt und der Junge fragt, ob das Mädchen die Freundin von ihm sein möchte, dann sind die in einer richtigen Beziehung.
Ich glaube, es macht keinen Sinn. Er steht so auf mich, so hat er dann so irgendwie so gesagt. Auf Deutsch ist das nicht mal süß. So. Aber es war in dem Moment voll süß. Und er hat mir so voll in die Augen geschaut. Und ich dachte mir so, oh Gott, der küsst mich jetzt. Also ich hätte nichts dagegen gehabt, weil ich mich richtig wohl gefühlt habe. Aber irgendwie war es so unser erstes Date. Und es war so, keine Ahnung. Außerdem standen Julia und der andere Typ so. Julia wollte nie was von dem Typ, aber... Die standen also direkt neben uns und deshalb war es so, keine Ahnung. Und dann hat er mich einfach so richtig lange umarmt und irgendwie war das so voll schön. So richtig perfekt alles und dann sind wir reingegangen und ich war einfach nur mega glücklich. Und dann fing das an, dass er mich jeden Abend, nachdem er vom Sport kam, weil er immer erst um 21 Uhr vom Baseballtraining und Workouts und alles mögliche nach Hause kam, was wirklich noch ein Punkt wird. Manchmal auch um 18 Uhr, aber meistens halt um 9 Uhr. Dann habe ich erstmal nach dem Duschen uns so angerufen und wir haben meistens bis um 1 Uhr nachts oder 2 Uhr nachts telefoniert. Hey! Hi. I hate him. Ja, auf jeden Fall hat er mich dann jeden Abend angerufen. Wir haben so bis um 1 Uhr oder 2 Uhr, manchmal auch 3 Uhr nachts telefoniert, was wirklich nicht so gut war, weil er am nächsten Tag manchmal in meinem Unterricht so eingeschlafen ist oder in einem anderen Unterricht so. Aber er wollte immer so richtig lange mit mir telefonieren und ich wurde nicht müde, weil ich lieber so mit ihm telefonieren wollte. Und wir haben so richtig viel geschrieben und er hat mir immer geschrieben, so wenn er aufgewacht ist, hat er mir so richtig süße Nachrichten geschrieben. Oder wenn ich eingeschlafen bin und dann morgens aufgewacht bin, war da so voll der lange Text. Also ich habe die ganzen Chats gelöscht, aber ich habe Screenshots. Ich möchte die nicht einblenden, weil wenn er das Video sieht, wird das ein bisschen peinlich. Ach, zum Glück ist es Deutsch. Und es war halt so richtig süß, so alle seine Nachten waren halt voll süß und auch wie er so in echt war, war immer richtig süß, so. Und dann hat er irgendwann angefangen, so mich nach unserem gemeinsamen Unterricht, nach der zweiten Stunde, zu umarmen und dann sind wir immer zu der nächsten Klasse gemeinsam gelaufen, haben die ganze Zeit geredet und dann habe ich nach der fünften Stunde auf ihn gewartet und so gefragt, so, ja, wie es ihm geht und keine Ahnung, da haben wir uns immer umarmt, keine Ahnung, so. Und nach der siebten Stunde hatte er dann wieder ein Workout und ich hatte noch eine Stunde Unterricht. Und dann hat er auch wieder vor meiner Klasse gewartet, weil wir halt immer unterschiedliche Klassen haben. Außer halt die zweite Stunde, da haben wir zusammen. Und dann hat er halt auch auf mich gewartet und voll süß so generell. Es war halt so voll Routine irgendwie. Und irgendwann meinte er so, ja, kannst du bitte meine Mutter kennenlernen? Also er hat es nicht so gesagt, aber er wollte halt, dass ich seine Mutter kennenlerne und... Die arbeitet halt da in der Schule. Und sie ist so unfassbar hübsch und so liebevoll, oh mein Gott. Und ich war so voll nervös, ich weiß nicht warum, aber ich wollte irgendwie nicht. Waren wir halt auf dem Weg und dann war sie halt da. Und ich war so nervös und er meinte so, ja, komm einfach. Und dann hat er so meine Hand genommen und so ist er zu ihr gegangen. Er meinte so, ja, Mama, das ist halt so das Mädchen, das ich mag. Und dann meinte sie so, ja, er erzählt so viel über dich. Und ich war so richtig geschockt, weil ich nicht so erwartet hätte, dass ein Junge so mega viel seiner Mama über mich erzählt. So. Und seine Mama wusste so richtig viel über mich. Und sie meinte so, ja, er redet die ganze Zeit von dir. Und er wurde voll rot. Und ich war so nervös. Also er hat so seine Hand um meine Taille genommen und meine Hand genommen. So. Weil ich so voll nervös war. Und er hat mir so ins Ohr geflüstert, dass ich nicht nervös sein soll und so. Und dass alles gut ist und dass sie mich mag. Und ich war so, keine Ahnung, es war halt einfach voll schön. Und jetzt, wenn wir uns so jeden Tag in der Schule sehen, dann sagt sie mir immer noch Hallo und redet mit mir und fragt so, wann ich mal vorbeikomme. Und sie weiß nicht, dass es aus ist, was irgendwie voll traurig ist, aber ich möchte es ihr nicht sagen. Er soll es ihr sagen. Es waren irgendwie so 1,5 Wochen vergangen oder so. Ich habe seine Mutter kennengelernt und seinen Vater habe ich auf FaceTime kennengelernt, der ist richtig cool. Und beide mögen mich voll. Und ich habe seinen Bruder kennengelernt, ich habe Kontakt zu seinem Bruder. So, keine Ahnung, so alle seine Freunde wussten so davon, dass wir so irgendwie so ein Ding sind. Being a thing. Also, ja, keine Ahnung. Being a thing. Ja, in German, it doesn't make any sense to say, like, be a thing. Man kann es nicht wirklich so übersetzen, aber so, dass man so zusammengehört und dass man so, dass sowas zwischeneinander läuft. Und seine besten Freunde, er hat halt auch so mit mir gefacetimed, wenn er bei Freunden war. Und ich habe mit Freunden von ihm gefacetimed, mit denen ich jetzt auch noch gut befreundet bin. Und so seine beste Freundin hat mir dann halt so auch im Unterricht erzählt, so, ja, der Typ ist völlig seltsam gerade, weil er halt voll verliebt ist. Und ich war so, oh mein Gott, wirklich? Ich habe es irgendwie nicht so geglaubt. Aber voll viele von seinen Freunden haben mir das erzählt und dass er noch nie so verliebt in einem Mädchen war und so.
Keine Ahnung, ob ich das so im Nachhinein glauben soll, aber es war so schön, das zu hören, wenn ein Junge so die ganze Zeit über einen redet. Und dann war es Mittwoch, ich glaube der 29. Also Mittwoch war noch irgendwie alles gut und Mittwochabend haben wir dann, konnten wir nicht FaceTime, weil es ihm nicht gut ging, keine Ahnung. Und Donnerstag war er dann unfassbar komisch zu mir. Er war richtig komisch zu mir in der Schule. Er hat nicht mehr auf mich gewartet vor der Klasse. Also wir haben uns einmal am Abend, aber er hat nicht auf mich gewartet. Nach der 7. Stunde. Und ich war so, okay. Aber er hat mir danach geschrieben, dass es war, weil er früher zum Training musste. Und ich war so, okay. Ich habe es einfach geglaubt. So. Aber irgendwie war das trotzdem voll komisch. Er hat im Unterricht nichts so irgendwie gesagt. So. Er war richtig komisch drauf. Auch seine Freunde meinten so, er ist voll komisch und voll seltsam heute, so, ich weiß nicht. Und er hat mir einfach den ganzen Tag nichts geschrieben, den ganzen Tag nicht so. Er hat so auch keine Snaps geöffnet, er war einfach so richtig, keine Ahnung, er war so seltsam. Und an dem Mittwoch davor war er halt auch richtig komisch und dann haben wir halt auch nicht gefacetimed und deshalb war das so alles so richtig seltsam. Aber der 30. August ist ein wichtiger Tag. Er hat einmal gesagt, so, mir so persönlich gesagt, so, dass er mich liebt. Aber ich finde, auf Deutsch klingt, ich liebe dich, so viel krasser als so auf Englisch, I love you, wisst ihr? Aber er hat mir es halt einmal so persönlich gesagt und danach hat er es auch so im Chat immer so geschrieben. Aber er hat es anders auch meistens ausgedrückt, als so das einfach so zu sagen. Er hat so voll ausführlich, ich kann es nicht erklären, es war auf jeden Fall immer richtig süß. Und er meinte immer so, ja, ich zeige kaum Gefühle und keine Ahnung was. Und er hat auch mal meine beste Freundin angeschrieben. Und meinte so, ja, zeig ihr den Chat nicht, aber ich habe ihr Insta-Passwort. Und sie meinte so, ja, schau einfach. Und den Chat habe ich noch, weil es halt auf ihrem Account ist. Auf jeden Fall hat er dann so gesagt, so, ja, sie ist das tollste Mädchen, was ich hier kennengelernt habe und das schönste Mädchen. Und ich habe mich verliebt und keine Ahnung was. Und ich möchte jede Sekunde mit ihr verbringen. Und ich war einfach so, oh, ich war so glücklich in dem Moment, weil meine beste Freundin danach auch so süße Sachen über mich geschrieben hat. Und dann haben die einfach so voll lange nur über mich geschrieben. Was voll süß war und keine Ahnung, so voll schön zu hören. Und meine beste Freundin hat sich so für mich gefreut, weil ich vor 3 Monaten auf einen Typen stand, so auf den ersten und einzigen Typen generell. Und ich habe mich mit diesem Typen auch der Typ hat mich auch geküsst und mir auch die ganze Zeit gesagt, dass er mich liebt und keine Ahnung was. Und dann habe ich so erfahren, dass er so eine Freundin von mir sehr pervers angeschrieben hat und keine Ahnung was, das war halt so richtig so. Und deshalb meinte sie so, ja, freut mich voll, dass du von diesem Jungen nicht verletzt wirst. Und ja, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall an diesem Donnerstagabend habe ich ihn so halb geschrieben. Also ich habe ihm so einen Snap geschickt. Habe ich gefragt, ob es ihm gut geht und was er so macht und so. Und er hat so voll kurze Antworten gegeben. Und ich war so gerade so, ob er sauer auf mich ist oder was ich gemacht habe. Meinte er so, du hast nichts gemacht. Dann meinte ich so, ja, können wir telefonieren? Er meinte so, nee. Und ich meinte so, okay. Und dann meinte er so, ja, sorry, dass ich dich nicht umarmt habe, bist du irgendwie sauer deshalb? Und ich meinte so, nein, du bist nur mega komisch gerade und irgendwie bist du so, als würdest du so mich nicht mehr mögen. Und war so, nein, das Ding ist, dass ich dich halt voll mag, so. Und aber ich habe heute erfahren, also von meinem Coach, dass ich jetzt an den Wochenenden mit einem anderen so Team spiele, immer samstags und sonntags und meistens auch freitags, nein, Freitag und Samstag und meistens auch sonntags. Ja, und ich meinte so, ja, okay, dann hast du ja gar keine Zeit mehr. Und dann meinte er so, ja, und mein Training unter der Woche ist dann halt auch manchmal vor der Schule. Um 5 Uhr morgens und so. Und nach der Schule dann von 3 bis 18 Uhr und danach von 19 bis 21 Uhr. Und vorher war es ja nur so ab und zu bis 21 Uhr und sonst bis 18 Uhr. Aber jetzt ist es halt jeden Tag bis 21 Uhr. Was ich danach erfahren habe, das war nur 4 Wochen so oder ist nur 4 Wochen so. Ich glaube, nächste Woche ist das vorbei. Aber es war halt wegen einem Stipendium für ein College so, dass er es halt machen musste. Und dann war ich so, okay. Und dann meinte er so, ja, hey, hör mal. Ich mag dich mega, mega gerne, aber um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht antun, weil ich dich zu sehr mag. Aber er hat dann sozusagen so mit mir Schluss gemacht, weil wir waren halt schon so in einer Beziehung, aber wie ich euch schon erklärt habe, nur diese ich mag dich Phase. Er hat mich ja noch nicht gefragt, ob wir zusammen sein wollen, aber er hat mir schon gesagt, so, dass er mich liebt und ich habe ihm so voll viel vertraut. Ich habe ihm
richtig vertraut und keine Ahnung was. Der war so der süßeste Junge, den ich mal jemals kennengelernt habe, keine Ahnung was und so weiter. Auf jeden Fall hat er dann so richtig süß so mit mir Schluss gemacht. Also nicht süß, aber es war so voll lieb formuliert und voll so selbstlos und keine Ahnung was. Und wir hatten halt 13 Tage sozusagen. So waren wir so nach dem ersten Treffen so 13 Tage. Und dann am 30. August war es aus. Also ich habe einfach so richtig verständnisvoll reagiert. Ich meinte so, ja, verstehe ich. Und ja, keine Ahnung. Und er meinte so, ja, ich werde dich aber immer noch umarmen und keine Ahnung was. Und ich habe dann noch voll wenig geschlafen. Ich habe das auch in diesem Vlog da erwähnt. Ich habe so schlimm ausgesehen an dem Morgen, weil ich so viel geheult habe einfach. Das war das erste Mal, dass ich geweint habe hier. Und es war nicht, weil ich Heimweh hatte, sondern einfach, weil er mich verletzt hat. Und weil ich ihn so richtig gerne mochte und alles so anvertraut hätte. Und mich so voll wohl über ihn gefühlt habe. Und ich war am nächsten Tag aber voll gut gelaunt eigentlich. Aber dann im Unterricht hat er meinen Lieblingssong gespielt, also den wir immer zusammen gehört haben. Und ich war so richtig traurig plötzlich, weil er saß so also fast neben mir und er hat so einem Freund diesen Song gezeigt. Und er meinte so, ja, das ist der beste Song überhaupt. Und ich war einfach so richtig traurig, warum er das mir so, keine Ahnung, warum er das so macht, weil er ja wusste, dass ich da sitze und das mitbekomme. Aber er hat mich dann auch nach der siebten Stunde wieder umarmt. Ich habe nicht auf ihn gewartet, aber er halt auf mich. Aber irgendwie war es alles voll komisch. Er meinte so, ja, ob ich okay bin und dass es ihm voll leid tut und dass er mich wirklich liebt. Aber er mich zu sehr liebt, um mich durch dieses ganze Zeugs da, also, dass wir halt niemals so uns treffen könnten und ich immer nur sauer wäre oder so. Und ja, keine Ahnung, dass es halt einfach nicht klappt mit der Beziehung im Moment. Und dass ich bitte niemals einen Sportler daten soll, weil das voll schlimm ist, weil die halt nie Zeit haben. Ich war so, okay. Aber ich war voll traurig dann irgendwie. Und dann die nächsten Wochen, wir haben gar nicht mehr geschrieben. Ich habe die Flamme mit ihm abgebrochen, ich habe alle Chats gelöscht, ich habe, keine Ahnung, es war einfach so richtig schlimm. Wir haben kein Wort mehr wirklich miteinander geredet. Bis zu seinem Geburtstag, der 8. September. Also es ist ein bisschen Zeit vergangen, ich glaube 9 Tage, aber ich habe versucht, über ihn wegzukommen. Aber ich war voll traurig. Und in dieser ganzen Zeit haben mich so viele Freunde von ihm angerufen, einfach so als Freunde halt. Und dann haben wir auch über ihn geredet und die meinten also, ja, er hat noch gar nicht so erzählt, dass es aus ist. Er trifft sich nur nicht mehr mit uns. Und ich war so, hä, warum? Meinte so, ja, keine Ahnung, er schreibt auch nicht mehr und er hat mit allen Leuten Flammen abgebrochen. Und ich war so, okay, hä, warum? Ich verstehe immer noch nicht, warum, aber... Aber er war trotzdem so voll normal im Unterricht. Irgendwie, glaube ich. Irgendwann dachte ich mir so, ja, okay, vielleicht bin ich jetzt über ihn weg. Und dann war sein Geburtstag. Und ich habe ihn gratuliert mit einem Video mit einer Snapchat-Story, weil wir sind immer noch so Freunde eigentlich. Und er hat gesagt, wir sollen auch Freunde bleiben, keine Ahnung, so dieses Standardgeschwafel. Also wir sind im Moment Freunde und es ist alles gut so. Weil unsere Freunde sind halt so, wir sind halt in der gleichen Freundesgruppe. Ich habe ihn gratuliert und dann meinte er so, oh, danke schön, Schatz. Also Schatz, nicht Schatz, sondern halt Babe oder Boo, so wie er mich immer genannt hat, aber macht er nicht mehr. Mit so Herzen und keine Ahnung was. Und dann meinte er noch so, ja, am gleichen Abend, ich vermisse dich und es wäre so schön, wenn du hier wärst. Und dann hat mir so ein Freund ein Video von ihm geschickt. Wie er so gesagt hat, so, ja, ich wünschte, eine besondere Person wäre hier. Ich habe so viel falsch gemacht. Und dann hat der Junge so gesagt, so, ja, er redet irgendwie seit einer halben Stunde nur über dich. Ich war einfach so, hä? Ich check ihn nicht so. Wie kann er 1,5 bis 2 Wochen so normal sein? Also er war wirklich normal in der Schule und jetzt ist er so. Keine Ahnung. Und dann hat er mich an dem Abend angerufen und er war so mit ganz vielen Leuten, aber er meinte so, ja, so, wir sollten reden. Und ich war so, hä, über was? Und alle meine Freunde, die mich vorher so angerufen haben, haben mir dann so irgendwie erzählt, so, ja, bei ihm hält nichts länger als 2 Wochen mit einem Mädchen, bei uns war es 13 Tage, wow. Außer es ist so sein Traummädchen. Und ich habe mir so Vorwürfe gemacht, also nicht Vorwürfe, aber ich hatte so, nicht wirklich Komplexe, aber ich war einfach so richtig sad. Weil ich so war, so, ja, dann bin ich wohl nicht so sein Traummädchen. Aber, keine Ahnung. Und seine Freunde meinten da so, ja, er redet mit sehr vielen Mädchen und wie gesagt, es hält immer nur so 2 Wochen. Und alle Mädchen so sagen so, dass er ein Fuckboy ist. Aber er hatte so erst mit 2 Mädchen so wirklich was. Und ich war so, okay. Und dann
zwei Wochen, nachdem er so mit mir Schluss gemacht hat, oder fast drei, hat er mich angeschrieben und meinte so, ja, Jackie, möchtest du vorbeikommen und so. Und dann bin ich zu einem Treffen gegangen, so von seinen Freunden, ihm und so. Ich habe so die ganze Zeit was mit dem Mädchen da gemacht und mit einem sehr guten Freund von ihm. Und irgendwann kam er dann auch so zu mit mir und hat so die ganze Zeit mit mir geredet und es war alles so voll normal. Und dann hat er mich einmal angerufen. Er meinte so, ja, bitte frag mich nichts über meine Gefühle. Aber mir ist so einiges klar geworden, als ich dich heute gesehen habe und so. Und er meinte so, ja, eigentlich dachte ich so, du wärst eine von vielen Mädchen, die ich so einfach so, mit denen ich was hatte, weil ich muss ehrlich zu dir sein, ich rede so mit sehr vielen Mädchen und keine Ahnung was. Und ich habe mein Fingercode war in seinem Handy drin. Und ich konnte halt so sehen, mit welchen Mädchen er so snappt. Und er hat nur mit zwei Mädchen Kontakt. Und alle anderen Mädchen, mit denen er snappt, haben halt einen festen Freund. So. Das waren halt schon so 20 Stück, aber ich kenne die alle persönlich und die haben halt alle einen Freund. Nur zwei halt nicht. So zwei außer mir. Seine beste Freundin noch eine. Ah, warum erzähle ich das? Auf jeden Fall, dann meinte er so, ja, ich bin ehrlich zu dir. Aber ich kann dir versprechen, ich hatte nur zwei Mädchen. Sex. Ich glaube dir das, weil die Freunde von ihm haben mir das halt vorher schon erzählt. Und mit den beiden Mädchen war er aber halt in einer Beziehung. Und dann hat er so voll lange geredet und ich war einfach so, ich habe versucht, so dich zu vergessen. Und ich habe aber nichts über meine Gefühle gesagt, weil ich wollte nicht so irgendwie so unterwürfig wirken. Nee, nicht unterwürfig, aber ich wollte mich nicht so zu ihm hingeben, weil alle Leute mir so erzählt haben, dass er so ein Player ist. Und deshalb, keine Ahnung, danach hat er wieder angefangen, mir zu snappen und er meinte so, ja, wieso hast du eigentlich so Kontakt abgebrochen, wieso hast du nicht, mir nicht mehr geschrieben und so Flammen abgebrochen und so. Ich war einfach so, ja, logischerweise, weil du mich ziemlich verletzt hast, so. Vielleicht auch nicht absichtlich, aber ja, dann meinte er so, ja, ich weiß, ich war ein ziemliches Arschloch und keine Ahnung. Und dann hat er mir gesagt, dass er nicht aufhören kann, mich zu lieben und so weiter und ich weiß nicht, ob ich es glauben soll oder nicht. Und im Moment bin ich einfach nur mega verwirrt, weil ich würde nicht sagen, also ich bin ehrlich zu euch, ich bin nicht über ihn weg, so, weil ich sehe ihn jeden Tag in der Schule und wir reden auch wieder so ganz normal, also wirklich so seit ungefähr eineinhalb Wochen oder so und so ungefähr ein paar Tage nach seinem Geburtstag haben wir in der Schule wieder so geredet. Er hat so mit mir geredet, als wären wir so ganz normal, aber es ist so komisch, er weiß jetzt so viel über mich und so mehr als alle anderen hier und ich habe ihm so viel vertraut, also nichts irgendwie Schlimmes, was keiner wissen soll oder so, aber keine Ahnung, es ist halt einfach so. Das ist so seltsam alles gerade. Und er hat mich dann so gefragt, ob er mich nochmal so nach einem Date holen kann. Und dass wir dann halt sowas zusammen machen und da, ob wir dann halt so, ob er mir dann sagen kann, ob ich mit ihm befreundet sein will. Und das ist jetzt aus, das ist endgültig oder nicht. Keine Ahnung, er hat mich gestern auch wieder angerufen und es war einfach so, ich bin einfach so die ganze Zeit so, nicht mehr so, ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so. Ich bin eher abweisend und er ist so die ganze Zeit richtig süß und ich weiß nicht, was ich denken soll, aber ich denke halt einfach, dass das jetzt so endgültig eigentlich aus ist, weshalb ich auch dieses Video mache. Ich habe das Video schon mal gedreht, aber da war ich noch so voll verknallt so. Und wahrscheinlich wäre ich so dumm und würde wieder so zu ihm zurückgehen. Aber Leute werden jetzt über mich urteilen und über meine Gefühle und werden über ihn urteilen, auch wenn sie ihn nicht wirklich kennen. Ach ja, und der Typ, der was von ihr wollte, der ist der zweitschlimmste Boy in unserer Schule. Und ich habe den schlimmsten gedatet. So wird das erzählt, aber es sind Gerüchte und andere Leute erzählen so voll Gutes über ihn, deshalb keine Ahnung. Aber das war mein Video, das war mein Storytime. Und das war jetzt nur so alles, was so ich erzählt habe. Wir haben uns zwischendurch noch so ein paar Mal getroffen in so Gruppen und so und es war halt alles so richtig cool und ich habe mich wohl gefühlt und alles gut so. Aber ja, das war mein erstes Date. Ich habe es euch erzählt und ich bin ehrlich mit euch. Und es ist halt ein Teil so. Es waren vier Wochen, die wirklich so alles geprägt haben. Er hat so zwei Wochen komplett verbessert und zwei Wochen richtig komisch gemacht. Ja. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dann wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.